Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Transport Fever. Wir sorgen gerade dafür, dass wir einerseits genügend Geld endlich mal haben für die letzte Dampflok, dass wir die austauschen können. Das ist jetzt eigentlich soweit. Das heißt 8,09. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz warten. Jetzt sind wir ganz kurz unter die 8 Millionen gefallen. So, komm schon. So. Dann sind wir hier bald dampflokfrei. Das ist gut. So, die Linie 20, die macht so langsam Gewinn. Okay. So, was die Finanzen angeht. Nett. So. So, die 80er kämpft sich hier wirklich ab. Das muss man hier lassen. Linie 6. Linie 6 braucht noch einen weiteren Zug. Dann warte, mit was fährt die Linie 6? Das hat die Höchstgeschwindigkeit 85. Fahrzeugersatz. Elektrisch. Kann ich hier elektrisch fahren? Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich brauche Diesel. Was können wir denn da nehmen? Baureihe zu 12 Altrot. Könnte schon mal 100. 140. Aber das hat mal wieder nicht funktioniert. So, da sind wir wieder. Ich darf die V200 nicht benutzen. Fällt mir wieder auf. So, jetzt müssen wir gucken. So, die Lok, der war noch nicht ausgetauscht. Aha. Dafür sind die schon gemacht, okay. Linie 3 sind nur noch zwei Busse unterwegs. Aber die Linie 2 hat noch zwei Busse zu viel. So. Auf der Linie 5 sind ja fast noch zu wenig Fahrzeuge. Dafür sind wir ja auf der Linie. Okay. Umsortieren auf die 20. Fünf Stück auf die 5. Nee, der soll auf der 20 bleiben. So. Der darf dafür auf die 5. So, wie viel braucht die 5 jetzt noch? 2. So, die restlichen
Wir suchen jetzt zwei, die wir verkaufen können. So. Was produziert das? Waren. Sind die Einkaufsmöglichkeiten hier mittelmäßig? Das heißt, wir brauchen eigentlich irgendwas, was die hier hinfährt. Von hier. Wobei auch die Frage ist, ob ich von hier aus die... An sich erreiche ich die. Gucken wir mal. Waren. Würden hier Waren gefordert werden? Ja. Kann ich die wirklich hinten dran hängen? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. So. Also nehmen wir eine billige E41. Ist die 41 nicht. Ich brauche was günstiges, technisches, elektrisch. Ich wünschte, hier könnte man dann noch eine... Na komm, nehmen wir erstmal eine E44. Das wird wohl schon klappen. Und dann brauchen wir was für Waren. Miele. Nee, vielleicht was Langes, mit dem wir Waren transportieren können. Dann nehmen wir lieber den hier. Waren. Und dann noch Passagierwagen. So, da hängen wir. Eins. Achso. Aha. Neue Fahrzeuge. Okay. Straße, Eisenbahn, Betriebskosten. Was sind die reinen Einnahmen denn? Mhm. Okay. 917.000 für einen Steuerwagen. Okay. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Und diesen Monat wird's. So, komm. Komm schon. So. Und ab damit auf die Linie RB. So. So, die kommt jetzt an und dann gehörst du leider dem alten Eisen an? Obwohl, nee, komm. Die geht dann auf die Linie 17. Nee, 16 müsste das sein. Oder?
Aha. So, dann kommt hier 40 hin. So, komm schon. So, dann stellen wir hier mal Lichthauptsignal hin. So, hier noch eins. Dann gucken wir direkt. Okay, die Linie ist jetzt zwei. Ist jetzt doppelspurig. Okay. So, dann darf nämlich die eine 64er noch ihre Restzeit als was anderes abfristen. So, da müssen wir die Fahrzeuge auch noch austauschen, das haben wir ja auch schon gesagt. Oh, da gibt es aber monatlich ordentlich Rot. So. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Der hat keinen Kontakt dahin. Ich müsste halt wirklich... die neueste Linie. Linie 7 geht dann von hier. Auch nach hier. Nach hier. So. Linie 7. Da nehmen wir mal vielleicht irgendwas Triebwagenmäßiges. Haben wir da was mit 120 km/h? Nee. Doch, die hier. Und dann probieren wir mal einen Güterwagen dran zu hängen. Probieren wir das mal. Nein, ich will nur das Signal hier weg haben. Komm schon.
Na, perfekt. So. Versuche mehr Waren abzutransportieren. So, die soll eigentlich, der soll wirklich nur mal ausprobieren, ob das so funktioniert. So. Lebensmittel für Braunschweig. Braucht einen Fahrzeugersatz. Auf was Dieseltechnisches? Dann nehmen wir die hier. Plus die Güterwagen hier. Warte mal, mit was fährt die Linie 6 bisher? Passt aber kein Vieh rein. Da passt zwar Getreide rein, aber kein Vieh. Okay. Okay. Auch kein Vieh rein. Gut, dann müssen wir die Wagen hier wohl weiterhin für den Viehtransport benutzen. So. So, perfekt. Die Linie 6 bekommt auch ein Update. Nee, Lebensmittel für Braunschweig bekommt ein Update. Ah, Lebensmittel für Braunschweig kann sogar ein anderes Update bekommen. Diesel. Wie viele Wagen hatten die bisher? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von den langen, ne? Bekommst 2 Millionen, okay. So rum ist es richtig. Nicht mit den kurzen. So, die kurzen müssen nämlich hier mit drauf. 5 und 5. Okay. Ist die Linie vielleicht schon komplett elektrifiziert? Abgesehen vom Bahnhof. Sehen. So, deshalb ja, okay. Sechs braucht eine erhöhte Kapazität. Fahrzeugersatz. So. Diesel. Ähm.
100. Wir bleiben einfach bei der. So. Und dann nehmen wir 5 Wagen hiervon. Oder ne, sagen wir mal 4 nur noch. Und dafür 165 Meter. Müssen wir leider so machen. Du bezahlst 11 Millionen. Okay, das heißt, wir müssen erstmal warten, bis wir ein bisschen mehr Geld haben. Bezahlst 11 Millionen. Mhm. So. So, das heißt, die wird jetzt bald ausgetauscht. Perfekt. Das heißt, wir haben das dann auch geschafft. So, komm. Halt an. So. Diesel. Der wollte wohl nur Getreide mitnehmen. Mhm. Die Wagen. Ja, kann aber auch viel. Okay, gut. Oh, oh, oh. Linie 7. Da brauchen wir was anderes auf der Linie 7. Ein bisschen Rückstau gebildet. So, und jetzt... Nein. Ja, okay. Linie 7. Gut, aber das machen wir in einer anderen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Transport Fever. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.